Hallo Freunde. Hallo Freunde. Hallo Florian. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Hallo Linus. Hier ist rechts vor links und er fährt einfach. Nee, das wird nix. Willst du irgendwen grüßen? Nee. Okay. Willst du für mich meine Begrüßung machen? Nee. Okay. Heute bin ich auf Präsidentenbasis unterwegs. Ich fahre heute einen Lexus LS 400. Wir machen heute ein kleines Vergleichsvideo. Serie gegen ein bisschen umgebaut. Ja, Part 2 der Luxusschiffe. Part 2 der Luxusschiffe. Wie fühlt es sich an, Lexus-Besitzer zu sein? Teuer. Teuer. Möchtest du uns ein paar technische Daten zu dem Auto geben? Ja, das kann man gut sagen, ne? 4 Liter V8. V8, das macht Krach in der Nacht. Marius! Hallo! Hallo! Mann, das Leben ist einfach schön. Hallo! Es ist mir viel zu cringe. Leute, das ist ein Nissan 350Z. Junge, die scheppert aber! Bisschen leiser bitte. Dun, 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 dun. Grüßt doch! Ich wollte euch sagen, warum ich keine Videos gemacht habe. Ich hatte mir eine Fraktur im Bereich des Fußes zugezogen. Oder auf Deutsch gesagt, ich habe mir den kleinen Zeh gebrochen. Ah! Oh, nein! Oh, ich habe die gerade noch angeschrien. Ich weiß. Ganz unangenehm. Oh, keine angepissten Fahrradfahrer. Heute gucken wir uns aber einen wunderschönen Golf 4 an. Scorpion Edition. Scorpion Edition, feinstes E-Tel-Tuning. Heute gibt es ein Video mit Linus und seinem. Heute gibt es ein Video mit Linus und seinem. Digga, das wird. Nochmal. Okay, heute gibt es ein Video mit Linus und seinem. Mann, ich hab eh. Heute gibt es ein Video mit Linus und seinem. Ford Fiesta. Kurzer Soundcheck. Schmeckt. Es und Bremse lösen. Sremrovsnacht. Wie? Sremrovsnacht. Genau. Wieso stellst du mir eigentlich solche Fragen? Ich war das nicht. Leute, wir fahren gleich beim Markauf. Kannst du mal aufhören, dem hier so Krach zu machen? Oh nein, scheiße, ich hab vergessen, du musst Gas geben. Ich habe gesagt, wir sollten uns ein bisschen ruhiger fahren. Aber weißt du, das liegt mir doch am Arsch. Ich will kein Verkehrssünder sein. Ich habe mich hier natürlich. Audi. Marius! Wo kann man da gerade raus? Nee, ich glaube nicht. Nee, doch, hier ist wieder hier. Ja, aber da ist Fahrradweg. Was? Hier, guck doch das Schild. Ah, fuck, jo, stimmt. Oh mein Gott, schneid das auf. Hallo! Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Wie sieht man das? Es gibt nichts zu sehen, weil da kein Links drauf ist. Ich wurde gefragt, will ich lieber einen Bären oder einen Gorilla als Haustier haben? Ja, ich nehme den Gorilla, weil Donkey Kong. Schlecht reden. Alter, hat die geschossen! Und das Kennzeichen heißt auch Linus Fiesta, ne? Genau, ja. Oh. Also Linus, für die Leute, die es nicht wissen, mein Name, genau. Fiesta, ne? Bei normaler Fahrt. Sobald man halt. Genau. Das ist typisch Honda-Fahrer, wie viel würdest du das. Wie viel würdest du dem gerade geben? 2,5. Ohne Kupplung schalten. Geil, oder? Mit kurz gesagt, dein Crush gehört dir. Egal, was sie sagt. Guckt euch diese schönen Felgen an. Boah, dann haben wir reif, weil wir nämlich
hinter uns ist ein Porsche. Junge, das kannst du ja keinem erzählen, was der drückt. Alter. Alter. Aber guckt euch das einfach mal an, wie das hier ausgestattet ist. Es gibt sogar Zigarettenanzünder. Rauchen wir später noch eine Marlboro Gold hinten zusammen? Autonomes Fahren, wie ich es euch versprochen habe, ist auf jeden Fall gegeben. Ich meine, ihr seht's, er hält die Spur quasi wie eine 1. Wie viel Akku habe ich überhaupt noch? Ah, genug. Genug. Hey, frag ihn mal, ob er Bock auf ein Rennen hat. Entschuldigung. Also ich würde auch sagen, so weißt du, wenn jemand mit einer Schreckschuss ankommt. Ja, andere haben eine Schreckschuss oder eine Waffe im Anschlag. Ich habe eine Bildung anschaffen. Ja, ich glaube, wenn du da auch jemanden gefahren. Ei, blöd. Lexus-Schlüssel, ne? Yo! Damn, she kinda hot! Wir können ja über noch kleinere Feinheiten an diesem Auto reden. Zum Beispiel hast du zwei Handschuhfächer, weil der CD-Wechsel sonst nicht, der natürlich auch in Holz verkleidet ist, ne, das ist auch echtes Holz, passt sonst nicht unten mit rein. Es ist einfach alles so wunderschön, ne? Stoppi. Schwenk dem Opa zu. Okay, Herr. Guckt mich nur blöd an. Sag mal, bei wie viel läuft der im Stand? 500 Umdrehungen? Ja. willst ja keinen aufwecken, wenn du aus deinem Hotel rausfährst. Ah, ich gehe schnell über die Luftbrücke, glaube ich. Ja? Ich gehe schnell über die Luftbrücke. Chillig. Das weiß ich, weil... Was habe ich gehört? Für ein Schulprojekt. Hübscher Koffer. Fick dich! Gleich am Bahnhof impfen! Ja, wenn wir in diese Richtung fahren, sind wir irgendwann wieder an einer Stelle, wo wir hinwollen. Nice. Das sehen wir dann, wenn wir wissen, wo wir sind. Dann sagen wir einfach, wir wollten genau hier hin, damit das nicht auffällt, dass wir dumm sind. Wir hatten gerade so ein kleines Schlamassel, standen gerade bei Luis und Lilus wollte sich gut bessere Kopfhörer für seinen Sena kaufen. Wir standen da gefühlt 45 Minuten, haben uns komplett den Arsch abgeschwitzt dafür, dass sie die Kopfhörer nicht hatten. Im Endeffekt haben wir 45 Minuten für zwei Red Bulls gewartet. So auch rein macht Spaß, mache ich selber gerne, aber hier ist es echt für den Arsch. Aber es ist laut, ihr fahrt zu schnell. Es ist seit 2 Jahren eine einzige Scheiße, da stehen Schilder, ihr belästigt alle anderen hier. Wir halten aber doch Abstand zu den Fahrradfahrern. Ihr haltet nicht ausreichend Abstand, ihr fahrt da nicht mit 60, sondern mit 80 lang. Ich bin nicht blind. Ja schon, aber wir halten hier Abstand zu den Fahrradfahrern, meine ich. Abstand fahren zu Fahrradfahren geht anders als auf der gleichen Spur überholen. Na, das ist eine andere Nummer. Nimm es mir echt nicht übel. Ich weiß, es macht furchtbar Spaß, gibt nicht viele Strecken hier. Diese Poller bringen gar nichts, das ist mir auch klar. Es ist für alle, die hier mit dem Fahrrad rauf und runterfahren, eine Zumutung, für die Leute im Wald, die spazieren gehen, ebenso. Ist auch gefährlich, hier kommen Leute um, das wisst ihr auch, ne? Ja, sicher. Nicht persönlich gemeint? Nicht so geil, ehrlich. Okay. Ja? Ja. Der Kach ist auch nicht in Ordnung. Viel Spaß und bleibt am Bein. Jo, Dito. Was hättest du dir alle gesagt?
Ich hätte ihn viel zu nahe überholt, das wäre gemeingefährlich gewesen. Er hätte voll ausweichen müssen. Junge, warum soll er denn? Er kann doch auch gerade Strecken fahren mit seinem scheiß Rennrad, Alter. Ich bin so über die Mittellinie rübergefahren. Ich meine, mehr Platz kann ich im Auto. Ja, sind wir eben auch, ja, wenn wir ihn auch. Ja. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass man hier die ganze Zeit mit 120 runtergeballert ist oder so. Ich bin jetzt ganz gespannt mit. Ja, hoch fahre ich auch eigentlich immer so mit 70 oder so, ne? Also, es war jetzt nicht so, dass man es komplett übertrieben hat. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass hier gerade ein Radrennen oder so ist und man irgendwie hier. Ja, eben. Das ist einfach nur einer, der sich ein bisschen gekränkt fühlt, Alter. Ich gebe mir auch eigentlich immer Mühe, so Abstand zu haben, ne? Ich finde das immer so komisch, wenn so Leute mit mir sagen, ich fahre ja selber, aber das, was ihr macht, finde ich scheiße. Das ist immer das Beste. Ja. Vor allem zu laut ist lieber weit nicht, Alter. Ich Euro 5. Ich glaube, er meinte dich. Ja, ich kann, glaube ich, einbauen gleich. Lass ihn nach draußen. Ganz ehrlich, die Pisser, das ist doch jedes Mal. Einer wollte mich doch letztens anzeigen, Alter. Anzeige? Ja, du hast ständig eine Anzeige. Ja, du hast auf den Strecken hier mittlerweile einfach normal. Ja, und da freut doch jeder Fahrradfahrer, dass jeder Motorradfahrer, dass hier Samstag hoch und runter gefahren wird, Alter. Normal. Das ist besser als bei Effner Berg. So, ne? Ja. Und ich meine, wir leben halt nicht im Schwarzwald, wo wir irgendwelche Strecken haben, die 50 Kilometer vom nächsten Wohnhaus weg sind. Ja.